Willkommen zurück zu Pokémon Rüstung. Wir sind hier im Finale. Wir haben in der letzten Folge einen sehr, sehr schwierigen Kampf gemacht gegen ein Dynamax Hornweisel. Jetzt ist es besiegt und wir sollen zurück zum Master Dojo, auch wenn die Flagge dort irgendwie falsch fehlplatziert ist, weil das zeigt irgendwie dort hinten an, obwohl wir eigentlich hier rein müssen, aber ist ja auch egal, wir wissen ja wo lang. Und jetzt können wir unserem Wulauso die Giga Dynamax Form geben. Da wird doch das Voldi in der Pfanne verrückt. Ihr seid schon wieder zurück? Das ist aber ein süßer Duft. Sie haben eine gute Nase. Unsere Suche nach dem Dynahonig, den Wulauso so liebt, war erfolgreich. Na sowas, das ging ja ratzfatz. Wenn wir zwei zusammenarbeiten, ist keine Herausforderung zu groß. Ja, weil du auch irgendwas gemacht hast, Hopp, ne? Verstehe, aber dass ihr wirklich ohne große Hinweise auf den Dynahonig gekommen seid und ihn ausfindig gemacht habt. Starke Leistung, Mike und Hopp. Sie hatten also doch nicht vergessen, worum es sich bei diesem etwas handelt, wie? Ah ja. Mit etwas Dynahonig in der Dünnersuppe wird sie sicher auch Wulauso schmecken. Wow! Maike, du hast nun so ziemlich alles erlernt, was wir dir im Master Dojo beibringen können. Mit anderen Worten, du bist jetzt so weit, dass ich dir mit voller Kraft entgegentreten kann. Jetzt ist es doch tatsächlich nötig, dass auch ich mal ein bisschen trainiere. Sobald du bereit bist, es mit mir aufzunehmen, komm zum Kampfplatz hinter dem Dojo. Doch sei gewarnt, diesmal werde ich ernsthaft ernst machen. Also nochmal ein finaler Fight gegen Maastricht, dem Dojo-Meister. Alles klar. Ich frage mich, wie stark der Meister ist, wenn er ernsthaft ernst macht. Er ist der Meister meines Bruders, das heißt, er ist bestimmt mega stark. Natürlich ist er das. Aber passt auf, das ist mega krass, ey. Müsst üben. Und ich muss jetzt mal ernsthaft mit meinen Nachforschungen anfangen, wegen denen ich hergekommen bin. Viel Erfolg, Michael. Gib alles wie so wie immer. Wenn du gegen Maastricht kämpfst, werde ich sofort zur Stelle sein, um dich anzufeuern. Ah ja. Wenn das so ist... Oh. Erstmal das Pokémon, mit dem wir gestern gekämpft haben. Gestern. Vorhin. In der letzten Folge. Was auch immer. Erstmal wieder zurück tun. Und Pokémon heilen. Und wenn wir schon mal dabei sind, können wir ja gerne schon mal ein bisschen mehr von unserem Watt verschwenden. Watt geben. Ich möchte dir 10.000 geben. Zack. Insgesamt hast du mir 40.000 gegeben. Jetzt, wo ich mein Ziel von 40.000 Watt erreicht habe, kann ich der Auswahl des Getränkeautomaten Sprudel hinzufügen. Was? Ich dachte, der Automat hat schon alles. Hallo, spreche ich mit Makrokosmos Lifestyle? Hier ist Enia vom Master Dojo, falls Sie sich noch an mich erinnern. Nichts schmeckt besser als eiskalter Sprudel, für den man keinen Fuß vor das Dojo setzen musste. Wenn wir noch mehr Watt sammeln, können wir die Auswahl weiter vergrößern. Ich habe noch mehr Watt. Hundert. Alles, was ich habe. Alter. 10.000. Ja. Insgesamt hast du mir 50.000 gegeben. Jetzt, wo ich mein Ziel von 50.000 Watt erreicht habe, kann ich der Auswahl des Getränkeautomaten Limonade hinzufügen. Hallo, spreche ich mit Makrokosmos Alster. Hier ist Enia aus dem Master Dojo. Ist es jetzt fertig? Ah, so schön mild. Ich könnte vor Freude in die Luft springen. So lecker schmeckt das. Jetzt haben wir alle Getränke im Sortiment, die man sich nach einem schönen, heißen Bad nur wünschen kann. Jetzt, wo wir ausreichend mit Getränken angedeckt sind, sollten wir uns vielleicht einen Vorrat an Lebensmitteln besorgen. Was wird das hier? Ein Einkauf oder was? Ich habe das Geld. Ich gebe alles aus. Jetzt haben wir 60... Wenn du mir noch 40.000 gibst, dann könnte ich regelmäßig frische Zutaten herliefern lassen. Die zockt einen ab. So, Wulauso braucht mal was hier. Mit dünnerem Honig und Dünnerpilzen können wir eine Dünnersuppe kochen, die auch Dakumas Entwicklung Wulauso genießen wird. Hey Maike, soll ich für deine Pokémon Dünnersuppe kochen? Ja. Oh. Stimmt. Ah. Ich habe noch keine drei Pilze.
Okay. Dann, was war das denn gerade? Dann gehe ich mal ganz kurz hier hinfliegen. Weil dort in der Höhle sind da eigentlich immer drei auf einen. Zumindest war das in der Story so. Oh, irgendwie ist hier gerade gar nichts mehr. Hm. Doch, hier ist was. Ein Nipperball nur. Und hier ist noch was? Ein Leber nur. Okay, das ist ein bisschen belastend jetzt. Gibt's da wirklich nichts. Wunschbrocken, ja gut, den brauche ich aber gerade nicht. Ja gut, ich könnte offscreen ganz viele Dino-Raids machen, aber die sind halt jetzt echt nicht so geil, ne? Ich verstehe einfach den Reiz dahinter nicht so ganz. Keine Ahnung, also es ist nicht wirklich so meins. Wow, das war knapp. Wir können ja noch mal kurz in den Wald gehen, aber ich habe jetzt irgendwie keine Hoffnung, dass wir doch da irgendwas... Das ist ein Item. Nach irgendwas finden werden. Ich denke, ich werde einfach noch für den Kampf ein bisschen leveln müssen und ganz viele Pilze sammeln und ganz viele Items allgemein finden und so. Also ich glaube, das wird so ein Offscreen-Ding. Heißt, diese Folge wird dann wahrscheinlich erst später kommen, wenn ich dann wirklich ein bisschen gelevelt und gefarmt und was auch immer habe. Oh, Galanus Zweig, nice. Hier zum Beispiel an solchen Raids teilnehmen. Gegen solche Pokémon und so. Ja, dann werde ich das machen. Und wenn ich das dann gemacht habe, sehen wir uns wieder. So, und da bin ich wieder. Ich habe jetzt genug trainiert, glaube ich. Ich habe ein paar Dino-Raids gemacht. Und dann haben die eigentlich auch schon gereicht, dass ich genug Bonbons hatte. Diese Level-Up-Bonbons, ihr wisst ja, die einen sehr krass pushen. Die sind viel zu OP, finde ich. Und die sind jetzt alle Level 70. Ich habe übrigens auch Samazenta ins Team getan, weil ich dachte, so als kleines Backup könnte das gut sein. Und vielleicht für Stahlattacken, falls irgendein Pokémon gerade anbietet für Stahlattacken. Weil Samazentas Attacke ist sehr stark. Ansonsten habe ich jedem außer Bisaflor, weil ich für Bisaflor nichts gefunden habe, ein Item gegeben. Kann ich euch jetzt zeigen, welche Items. Wolaosa habe ich einen Schwarzgut gegeben, einen Gürtel, der die Entschlossenheit sowie die Attacken vom Typ Kampf verstärkt. Für Durchbruch zum Beispiel oder Konter. Denke ich, wäre das ganz gut. Weil, ich glaube, für Wasserattacken habe ich nichts. Schlapfel habe ich eine Zitrobeere gegeben, wegen seiner Fähigkeit. Zitrobeere ist einfach eine bessere Sinelbeere. Und die Fähigkeit hier, Völlerei. Wenn es einmal getroffen wird, wird es sich schon direkt eine Beere schnappen und essen. Und dann auch noch gleichzeitig angreifen. Galoppa, also Pony, habe ich Fokusgurt gegeben. Bei vollem KP bleibt der Träger nach einer K.O.-Attacke einmalig mit einem KP im Kampf. Weil, ich würde gerne mit Galoppa kämpfen, weil ich habe mich ein bisschen spoilern lassen. Weil der hat Kampf-Pokémon, größtenteils. Und ich wollte halt wissen, welchen Level der ungefähr hat. Ungefähr mein Level sollte passen. Und er hat halt Kampf-Pokémon und ich denke, Psycho ist ja gut. Gift-Bro hätte auch eine Psychokinese. Ihm habe ich, by the way, ein Giftschleim gegeben. Mich heilt das. Den Gegner schadet das jede Runde. Sehr cooles Item. Bisher vorher habe ich, wie gesagt, nichts gefunden. Dafür ist er derjenige, der sich Giga-Dynamaxen wird. Und ja, ich würde sagen, wir gehen dann jetzt in den Kampf und hoffen auf das Beste. Der Kampf soll nämlich schwer sein. Ich meine, sagt das Spiel auch die ganze Zeit, dass der Kampf schwer ist. Und ja, wir werden sehen. Let's go. Na, bist du bereit, gegen mich zu kämpfen? Ja. Hey, das wollte ich hören. Dann begeben wir uns mal zum Schauplatz des Kampfes. Yo. Und dann müsste das Spiel eigentlich schon vorbei sein, glaube ich. Es gäbe halt noch mit Nia müsste ich ganz viel Watt verschwenden. Sonst gäbe es noch ein bisschen erkunden und die Diktas alle sammeln. Also der Alola-Diktas, ne? Da kriegt man auch übrigens Preise für. Das werde ich euch noch auf jeden Fall in der Folge zeigen. Das ist jetzt nicht die letzte Folge. Aber ansonsten gibt es, glaube ich, nichts mehr. Also der erste DLC ist sehr kurz. Der zweite soll viel länger sein. Aber wir werden sehen. Auf jeden Fall ist hier erstmal der Kampf gegen Maastricht. Weißt du, was mir in letzter Zeit durch den Kopf gegangen ist? Selbst wenn es nur durch ein Missverständnis zustande gekommen ist. Ich bin heilfroh, dass es dich zu uns ins Dojo verschlagen hat. Ein dickes, fettes Schankedön an dich, Maike. Ich habe mich lange nicht so lebendig gefühlt. Kämpfe gegen starke Gegner wie dich halten einen jung. Nicht, dass ich alt wäre, aber es kann nicht schaden. Hoho. Dann wollen wir mal. Möge die größte Gaudi aller Zeiten beginnen.
Und da geht der Kampf los. Yeah. Wieder das gleiche Outfit wie letztes Mal. Und er fängt an mit einem Wischuh. Oh Gott, vor dem Ding sollte ich, glaube ich, Angst haben. Das Ding kann nämlich richtig reinhauen. Ich habe Holoso, by the way, vorne. Weil ich dachte, das wäre ganz gut, was Hauptpokémon gewonnen zu haben. Im Angesicht einer starken Gegnerin wie dir kocht mir vor Aufregung regelrecht das Blut. Der Zeitpunkt ist gekommen. Zeig mir, was das Training aus dir und deinem Team gemacht hat. Alles klar. So, das Ding müsste Kampf sein. Heißt, jetzt wäre Galoppa ganz gut. Aber ich bleibe erstmal drin und versuche es mit Trefferschwall. Und er mogelt mich erstmal. Ich hoffe, das macht meine AP nicht runter, sonst bin ich jetzt sehr wütend. Doch, ich bin sehr wütend jetzt. Weil das ist echt kacke. Oh Gott, Nahkampf hätte ich Konter einsetzen müssen. Was? Warum macht er, was? Warum macht er so viel Damage? Auf welchem Level ist er denn? Ich bin Level 72 und erst Level. Bam, bam. Ein Level über mir nur. Zack, erster Hit. Das ist wohl das Glück gepachtet. Das macht es umso verlockender, dich zu besiegen. Ah ja. Zack, zweiter Hit. Und der dritte folgt zugleich. Yes. Okay, Wischu ist schon mal down. Alles klar. Was hast du jetzt? Kramor. Kramor? Und nicht Flug. Was mache ich gegen Unichtflug? Muss kurz überlegen. Pony wäre schlecht. Ich könnte mit Drachenattacken versuchen. Drache erwache, so gesehen. Ich könnte es aber auch. Ich glaube, ich benutze mal jetzt mein Samazenta als Backup. Wollen wir doch mal sehen, ob es eine gute Wahl war, Samazenta ins Team zu tun. Komm, enttäusch mich nicht, Samazenta. Ich weiß, Sascha ist besser als du. Und Wolauso auch, aber du hast eine sehr starke Attacke. Und allgemein bist du auch ein guter Tank. Gunstoß macht nicht sehr viel Damage. Ich setze mal Knirscher ein, weil das ist normal effektiv. Der ist aber viel Level über mir. Und Knirscher. Nein. Okay, dann versuche ich mal seine Signature-Attacke. Body Press. Oh oh. Aua. Das ist effektiv. Ein klitzekleiner Moment der Unachtsamkeit kann fatal sein, so wie in deinem Fall jetzt. Ist das so? Ich versuche mal Gigantenstoß, weil das ist trotzdem eine sehr starke Attacke, auch wenn es nicht sehr effektiv ist. Oh yeah! Zeig es ihnen! Zeig ihnen, dass du auch ohne Sascha was drauf hast. Nee, war eine dumme Idee. Ich sollte switchen, oder? ja. Ich switch auf. Ja, nichts, niemand hat irgendwas Gutes. Sag mal, Center hat eine Unlicht-Attacke, aber komm. Die will es jetzt auch nicht retten. Ich mache kurz Eisenabwehr. Zack. Warte, warte. Ja, mach wieder die Body Press. Und dann versuchen wir mal mit Knirscher ein bisschen was zu reißen. Ich habe schon ein klein bisschen Angst, muss ich zugeben. Aber ich möchte jetzt schon gerne den Kampf gewinnen. Ich dachte, ich bin gut gelevelt. Also wie gesagt, ich habe mich ein bisschen erkundigt. Ich habe nicht geguckt, welches, was das Team ist, aber ja, ich habe auf jeden Fall ein bisschen trainiert und gelevelt. Es war nur ein, zwei Stunden oder so, die ich gebraucht habe, damit ich genug Bonbons hatte zum Leveln. War auf jeden Fall nicht schlimm. Ich griff noch einmal an, dann heile ich mich. Ich glaube, das müsste gut sein. Ich hoffe, er kann sich nicht heilen. Oh, nice. Das hat sehr mehr Damage gemacht. Oh, oh, Sturzflug. Ich glaube, wir gehen beide down. Oh, nein, ich überlebe es. Er aber auch, leider. Ich nehme jetzt mal die Zeit und heile mich. Ah, ich habe Top-Trank sogar. Na dann. Weil Hypertrank hätte jetzt nicht gepasst. Aber Top-Trank. Das ist gut, dass ich welche habe. Ich habe sie mich nicht eingekauft. Habe ich gerade nicht dran gedacht. Weil es an Items antun, habe ich dran gedacht, aber daran nicht. So, Kramer bringt sich selbst um. Ja. Warum nicht, ne? Wenn er das will. Okay, was hast du jetzt? Als ob der ein Grandiras hat. Okay, warte. Drache. Drache erwache. Galoppa wegen Fee. Packen wir rein. Wenn er eine One-Hit-Attacke hat und was effektiv ist, dann überlebe ich das. Und er geht mit mir runter.
Ach, übrigens, mir fällt gerade auf. Ich habe Galoppa Heilopfer beigebracht. Das ist eine Attacke. Ich kann es euch kurz da sehen. Anwender geht K.O. Das an seine Stelle tretende Pokémon hat volle KP. Schadensprobleme werden geheilt. Also, ich gehe Wanted K.O. Ich bin sofort tot. Aber das nächste Pokémon, was ich auswähle, ist wie also ein Top-Beleber. Und die Attacke kannte ich gar nicht und ich habe es gesehen und dachte mir, ja, die lerne ich mal. Bei dem Level-Up. Ah, die Grundlagen hast du offenbar gemeistert, aber zum Siegen gehört noch mehr. Ist das so? Warum ist es jetzt nicht down gegangen? Warum wird es überlebt? Geh down, Mann! Tschüss, Mann! Bis dann und ciao! Sogar ein Volltreffer. Ha. Ich hatte vor Graniras eigentlich jetzt sogar noch mehr Angst als vor allen anderen. Gesamtmasanta kriegt ein Level-Up. Krass. Wolverock. Gestein. Da haben wir doch was gegen Gestein, ne? Moment, welches Wolverock ist das denn überhaupt? Ja, okay, das, wonach ich gedacht habe. Okay. Hat noch drei Pokémon. Alles klar. Blütenwirbel. Hoffe ich mal, dass es reicht. Obwohl, er ist 5 Level über mir. Ich glaube, ich brauche entweder... oh Gott, was?! Die Göttin des Sieges lächelt mir zu, wie nett von ihr. Was? Okay. Bam! Doch, er ist One-Hit KO. Ich dachte, die 5 Level über ihm, über mir könnten ein bisschen was Probleme machen. Aber, nee. Schlaffel, weiß nicht, ob ich Schlaffel noch benutzen muss. Wer ist denn das nächste? Luxtra, oh Gott. Elektro. Ich will nochmal den Gigantenstoß ausprobieren, weil eigentlich ist das Gigantenstoß halt eine sehr starke Attacke. Gegen Giga Dynamax Pokémon. Und Dynamax auch, aber auch gegen normale Pokémon ist es sehr stark. Nicht so stark wie gegen die Dynamax Pokémon, aber trotzdem sehr stark. Und deshalb möchte ich es gerne versuchen. So, bla bla, bliblablub. Ich versuche es mal mit Gigantenstoß. Ob das ausreicht. Wie gesagt, manchmal kann es ausreichen, manchmal nicht und ich möchte es gerne versuchen. Kann sein, dass es auch jetzt nur ein Drittel macht. Ja, tut es auch. Ja, nicht mal ein Drittel. War ein Fünftel oder so. Ja gut, das wollte ich halt ausprobieren. Und dann kriegt er selber nochmal Damage von sich selbst. Dann Sommersenter, komm, dann mach das Ding down. Bam, bam. Obwohl, ich glaube, ich behalte Samasenta noch nochmal. Ich spare mir ihn auf, glaube ich. Weil. Dein nächstes Pokémon wird ja höchstwahrscheinlich dann Giga Dynamax. Eine Giga Dynamax Form haben. Ja, ich bin nochmal ein Top-Trank. Deshalb halte ich mich lieber nochmal mit Samasenta. Aber ich werde mit Bisaflor, der einzige, der bei uns momentan sich Giga Dynamaxen kann, benutzen. Weiß gar nicht, wen er hat. Ich schätze mal ein Kampf-Pokémon. Gegen Luxtra tue ich jetzt wen rein? Ich versuche mal mit Schlaffel. Ich habe ein bisschen Hoffnung, dass Schlaffel was reißt. Es ist, Schlaffel ist halt wirklich nicht so ganz ein gutes Pokémon, habe ich bisher gemerkt im Let's Play. Aber hey, guck mal, das überlebt zumindest. Ich habe nichts gesagt, ne? Ich habe ihm neue Attacken beigebracht, by the way, weil wir Attacken in der Rabe, weil seine Attacken vorher waren einfach Crap. Jetzt ist Apfelsäure, Body Slam, Genesung und Drachenpuls. Und ich würde gerne Drachenpuls mal ausprobieren. Was, der hat Knuddler? Was? Okay, da kommt die Zitrobeere. Auch wenn sie jetzt eigentlich nicht nötig war. Egal. Drachenpuls. Komm, geh down, geh down. Nein! Was? No! Ich nehme die Runde mal, ich muss kurz meinen Bisaflor heilen, habe ich gar nicht gemerkt, dass es fast tot ist. Weil ich will es ja jetzt für den letzten Gegner noch benutzen, wer auch immer es ist. Weiß gar nicht. Knuddler! Es ist so eine OP-Attacke. Ja. Rippschlapfel. Aber hey, Schlapfel, wenn man es richtig benutzt, kann man mit gewinnen. Aber ich kann es halt nicht richtig anscheinend. ich nehme mal Bisasam rein. Müsste... obwohl, Gift Bro? Herr Knuddler. Aber ich möchte Giftbro auch mal kämpfen lassen, ganz ehrlich. Deshalb kriegst du jetzt
die Psychokinese rein. Und durch Schnellschuss, was endlich mal funktioniert, manchmal funktioniert es irgendwie nicht, ich weiß auch nicht warum, bin ich vor dir dran und du bist down. Yeah! Weibliches Luxtra. So, und Giftbau und Voloso kriegen Level Up, das ist gut. Und er hat, oh, der hat einen Voloso. Stimmt, der hat Nakuma gehabt. Alles klar. Warte, welches hat er? Hat er jetzt das Unlicht oder das Wasser? Ich nehme trotzdem mal Bisaflor. Vielleicht hat er ja Wasser. Weil er war ja im Wasserturm mit uns. Vielleicht hat er das gleiche. Oder das andere. Ich weiß es wirklich nicht. Jetzt wage ich meine stärksten Attacken aus. Hoffentlich wirft dich das nicht aus der Bahn. Ich hoffe auch. Oh, ist es das Unlicht? Man erkennt es an der Animation. Es ist das Unlicht. Oh, oh. Okay, aber meine Attacken sind zumindest normal effektiv. Und ich werde es jetzt einfach mal mit Gigageißel versuchen. Und jetzt werdet ihr einer der coolsten Giga-Dynamax-Formen sehen. Und ich meine nicht von ihm, sondern von mir. Mein Giga-Dynamax-Bisaflor ist so cool. Aber es sind viele Formen von Giga-Dynamax. Die sind ganz cool eigentlich, relativ. Es ist soweit, zerschmettere die Gegner mit deinen gigantischen Fäusten. Oh, und jetzt sehen wir erstmal seine Form. Giga-Dynamax Volaozu im Typ Unlicht. Und es ist so bedrohlich. Das macht mir schon Angst. Jetzt als finales Pokémon Level 75. Alter, ich bin irgendwie 4-5 Level runter, oder? Und jetzt kommt unser cooles Mon. Los, Giga Dynamax Bisaflor. Schaut mal, wie cool es ist. Ich liebe es. Ja, wir sind 5 Level unter. Wer darf anfangen? Ich habe kein Item. Und der ist sowieso stärker, schneller wahrscheinlich. Wollen wir doch mal sehen, ob du diese Attacke standhalten kannst. Na los, hoch die Fäuste. Ja, er darf anfangen. Ja. Giga Einzeldieb. Ist das eine Signature-Attacke? Keine Ahnung. Aber das ist meine Giga-Geißel. Bam. Aber wir werden ja gleich noch seine sehen, nach den 3 Runden. Von seinem normalen Voloso. So, und wegen dem Giga-Geißel ist er jetzt in dieser Pflanzenattacke stuck. Ich habe einem Bisaflor übrigens 10 von diesen Dynamax-Bonbons gegeben, dass es vom Dynamax-Level her gestiegen ist, damit es jetzt nicht One-Hit ist. Geil, das hat was gebracht. Und das kriegst du zurück. Bam! Oh, stirbt es wegen der Pflanzenattacke? Stirbt es? Stirbt es? Yes! Ich brauchte gar keinen Summer-Center. Und da explodiert! Wir können noch nicht mal seine Signature-Attacke sehen. Weil die Dynamax-Bonbons, oder wie auch immer die Dinge heißen, ihr wisst schon, dass wenn man dann Dynamite durchkriegt, dass man dann solche Bonbons bekommt, wenn man den Pokémon gibt, dann steigt halt der Level, der Dynamax-Level, und ich habe halt 10 Stück einfach gegeben, weil ich hatte 50 Stück oder so, und das hat was gebracht. Ich bin stolz auf mein Bisaflor. Nice, Level 71, alles in Level 71 lege ich gerade. Nice. Rosa hat mehr. Und wir haben gewonnen. Wahrscheinlich der schwerste Kampf. Weil der Champ müsste eigentlich schwächer gewesen sein, ne? Auch im Rematch. Gibt's überhaupt ein Rematch? Na egal. Stärke kommt und geht. Sie kann einem jederzeit aus den Fingern gleiten. Aber die Stärke, mit der du mich besiegt hast, ist einfach unerschütterlich. Lass mich dir aus tiefstem Herzen gratulieren. 30k. Ja, ich brauche eh kein Geld. Aber trotzdem. Nice. Ach Gott, deine Haare. Wuhaha! Obwohl ich ernsthaft ernst gemacht habe, musste ich eine Niederlage einfahren. Die Schülerin übertrifft den Meister und erfüllt ihn mit Stolz. Hier, diese Ligakarte hast du dir richtig verdient. Ach, ich kriege eine zweite von ihm? Eine zweite Ligakarte. Du erhältst eine seltene Ligakarte von Maastricht. Warte, gibt es dann auch eine seltene Ligakarte von Saverio? Der hat uns auch eine gegeben. Sieht so aus, als müsste ich mich... Müsste ich mit meinem eigenen Training nochmal bei Null anfangen? In Liebling, kann das sein? Du hast wirklich verloren? Ah, ihr seid alle hier! Meine Güte, jedes Mal, wenn ich dich in dieser Aufmachung sehe und du ernst machst, verliebe ich mich aufs Neue in dich. Oh, Maike, was für eine fantastische Leistung! Zur Feier des Tages gibt es heute Dönersuppe. Ich wusste es, du bist kein Stück der meiner Neuling. Willst du meine Meisterin sehen? Ich bin kein bisschen überrascht. Ich wusste, dass du gewinnen willst, Maike. Und du hast auch alles gegeben, Wula-Usu. Wula!
Maike. nun, es wäre wohl angebracht, dir zu gratulieren. Das werde ich allerdings unterlassen. Mach dir keine Hoffnungen. Ich werde dir nie huldigen. Aber ich fühle mich, als wäre eine Last von mir genommen worden. Schließlich hast du den Meister bezwungen, als er ernst machte. Meiner Rainer hatte demnach nicht den Hauch einer Chance gegen dich. Aber wenn wir das nächste Mal kämpfen, dann wird es ein ehrlicher Kampf und diesmal wird das Glück mir hold sein. Ach ja? Das ist ja unerhört, geradezu unverschämt. Du bist ja fast so unausstehlich wie ich. Oh, du bist dir bei deiner Charakterschwäche also bewusster, Virio. Damit ist deine letzte Prüfung hier im Masterdojo abgeschlossen. Meister, jetzt seid ihr ja wieder der Alte. Oh, Maike. Einfach ignorieren. Schau doch hin und wieder mal vorbei, um erneut gegen mich zu kämpfen. So rosten wir beide nicht ein, sondern werden stetig stärker. Außerdem sind wir so besser für das Gerüstet, was uns noch bevorsteht. Irgendwann wirst du verstehen, was ich damit meine. Du darfst gespannt sein. Aber jetzt lass uns erstmal zurück zum Dojo schlendern. Jawohl, ja! Und das war der DLC? Fragezeichen? Ausrufezeichen? Beides? Komme ich zu Credits? Oh, da steht Ende. Ja, das war der DLC, Leute. Aber wie gesagt, ich werde noch ganz viel farmen gehen. Ich werde ganz viele Dünerpilze farmen müssen. Raids muss ich farmen müssen. Und ich werde ganz viel Watt zapfen müssen. Für Enir. Und ich glaube, in der nächsten Folge werde ich euch einfach dann alle Dick das und die Preise, die man bekommt, zeigen. Ich denke, das hört sich gut an. Aber die Folge ist noch nicht zu Ende. Wir werden noch gucken, was jetzt noch passiert. Ich hätte echt nicht gedacht, dass du den Meister besiegen könntest, wenn er ernsthaft ernst macht. Dann bist du jetzt vielleicht in der Lage, das allerhärteste Training des Dojos zu absolvieren. Warte, es gibt noch was. Das Fokus-Sparing. Sag Bescheid, wenn du mutig genug bist, dich daran zu versuchen. Und was ist das jetzt wieder? Hey, Michael, Lust auf eine Runde Fokus-Sparing? Was ist das? Beim Fokus-Sparing beschränkst du dich auf Pokémon eines bestimmten Typs und trittst mit ihnen in den Pokémon-Kämpfen an. Zuerst musst du einen Typ auswählen. Danach entscheidest du dich für maximal 3 Pokémon, die diesem Typen angehören. Es könnten weder identische Items noch identische Pokémon eingesetzt werden. Wenn du mit diesem Team 5 Kämpfe in Folge gewinnst, hast du das Sparing erfolgreich abgeschlossen. Sollte allerdings einen Kampf verlierst, ist es vorbei. Zwischen den Kämpfen kannst du nur 2-mal die KP deines Teams wiederherstellen. Nutze diese Möglichkeit also mit Bedacht. Das wäre auch schon alles. Also wie sieht's aus? Da ist er... Natürlich fühle ich dich gezwungen, bis später. Da es ja jetzt nach dem Spiel, richtigen DLC-Spiel ist, würde ich sagen, machen wir das jetzt noch nicht. Oder ich muss es allgemein gar nicht machen. Vielleicht mache ich jetzt mal eine Bonus-Episode mit dem Battle Tower, weil da gibt es ja auch noch ein bisschen was. Das ist ja so wie sehen ein Battle Tower, aber ein bisschen anders. Ja, der DLC, den will ich mal ganz kurz ein bisschen bewerten. War halt natürlich sehr kurz. Ich habe 30 Euro ausgegeben für beide DLCs, man kann nicht einzeln ausgeben. Sagen wir mal, wir haben 15 Euro für diesen Teil ausgegeben. So, 50% und die Hälfte von 30 ist 15. Und deshalb, sagen wir mal, wir haben hier 15 Euro ausgegeben. Waren es 15 Euro wert? Nicht wirklich. 15 Euro war ziemlich viel. Und es kommt noch ein weiterer DLC im November, den ich auch noch machen werde, für weitere 15 Euro. Aber wie gesagt, man kann ja nur beide gleichzeitig kaufen für 30 Euro. Und ich habe ja jetzt schon 30 Euro ausgegeben. Und ich habe ja bis November dann jetzt keinen weiteren neuen Content mehr. Und ich habe 30 Euro ausgegeben hierfür. So, weiß ich nicht. Ich meine, 15 Euro ist auch nicht wirklich das wert gewesen. 30 definitiv nicht, aber 15 auch nicht. Ich weiß nicht, so 10 Euro fände ich noch okay. Für beide 10 Euro. Das fände ich noch okay für 20 Euro. Aber 30 Euro ist halt echt viel. Ich meine, Splatoon DLC zum Vergleich. Der hat 25 Euro gekostet. Das war halt eine komplette Expansion mit einem komplett neuen Story-Mode. Und gut, der Story-Mode war allgemein nicht lange im normalen Game. Und der war auch halt, glaube ich, relativ lang. Ich habe es nicht gespielt bisher. Und keine Ahnung. Was soll ich dazu sagen? 25 Euro und 30 Euro? Aber wir werden ja sehen, wie viel Content dann der zweite DLC hat. Der erste DLC ist auf jeden Fall dann hiermit mit der Story zu Ende. Mehr gibt es ja mit der Story nicht. Wie war das jetzt? Wir feiern mit der Dünersuppe? Ja, bitte.
Nö, okay, das war nur ein Joke. Schade, ich dachte, die schenken mir wirklich eine Dönersuppe. Das wäre jetzt echt nice gewesen von denen, aber nee, machen die nicht. Gut, bevor ich die Folge beende, gebe ich Enya noch ein paar Watt ab. Watt geben. Denn jetzt habe ich sogar noch 10k. Möchtest du wirklich 10k geben? Ja. Yep. 70k habe ich gegeben, noch 30 brauche ich, alles klar. Weiß nicht, ob man irgendwo was kaufen kann. Mit echtem, mit richtigem, nicht mit echtem Geld, mit richtigen Pokémünzen so gesehen. Keine Ahnung, wie soll ich das nennen? Oh lol, geiles Easter Egg, er spielt Pokémon Quest. Seht ihr das, Leute? Er spielt Pokémon Quest. Mega geiles Easter Egg. Für die, die es nicht wissen, Pokémon Quest ist das Spiel, was man also gerade sieht. Gibt es für Switch und Handy, ist ein cooles Spiel. Spielt man mehr oder weniger eigentlich so ein Standby, größtenteils. Ich hab's durch. Und mir hat's gefallen. Ich hab irgendwie 50 Stunden oder so drin. Hat dir dieses Pokémon dein Interesse geweckt? Ja. Hey, ich wusste, dass du ein Auge dafür hast. Das ist das virtuelle Pokémon, Worrigan. Es wurde mit Hilfe von. Und wenn es getäuscht. Kurz gesagt, dieses geniale Pokémon spiegelt quasi die Entwicklung der Menschheit wider. Es kommt nicht oft vor, dass jemand gegen Dad gewinnt, wenn er richtig ernst macht. Da ist so ein Geschenk angebracht. Oh, nice, wir kriegen ein Porygon geschenkt. Ey, das ist echt cool. Das werde ich zur Pokémon-Zeit entwickeln, auf jeden Fall. In den letzten Jahren nahm es im Cyberspace bei der Suche nach verdächtigen Daten eine aktive Rolle ein. Dieses werde ich dann wahrscheinlich privat ein bisschen entwickeln. Also zweimal tauschen nur. Kümmere dich gut um Porygon und ergötze dich am technologischen Fortschritt der Menschheit. Dankeschön. Aber wisst ihr Bescheid, hier kriegt man noch ein Porygon geschenkt, so wie man im Hauptspiel ein Glumanda geschenkt bekommen hat. Hier kriegt man ein Porygon, finde ich sehr nice. Und ja, dann sehen wir uns wahrscheinlich in der nächsten Folge wieder mit ein paar Diktas, die ich gefunden habe. Eins kann ich auch jetzt schon mal zeigen. Habe ich nämlich außerdem mal wieder gefunden. Kann ein bisschen laut werden jetzt, aber ich zeige einfach den Clip. Ich dachte, vielleicht hinterm Baum wäre ein Item, aber nein, hier war ein Diktar. Dick. Und das wollte ich euch noch zeigen. Haut rein, bis zur nächsten Folge und ciao. Ach, übrigens, eure Meinung zum DLC.